Zwei Schlepper fahren hintereinander her. Eigentlich nichts Besonderes, doch wo ist der Fahrer der zweiten Maschine? Hier sehen wir das Fendt Guide Connect im Einsatz, das wir uns exklusiv am 13. Oktober in Marktoberdorf ansehen konnten. Die Idee, ein führender Schlepper mit Fahrer fährt voraus. Der zweite Schlepper kommt ohne Fahrer aus und erledigt die gleiche Arbeit. Dafür sind die Traktoren mit einer Funkstrecke verbunden und per GPS gesteuert. Der zweite Schlepper übernimmt positionsgenau alle Aktionen des führenden Traktors. Das heißt Einschalten der Gelenkwelle, Absenken des Krafthebers, Beschleunigen, Verzögern. Der Fahrer der führenden Maschine kann den seitlichen Versatz und den Abstand nach hinten programmieren. Alles läuft über das Vario Terminal. Bei der Arbeit auf dem Feld fahren die Maschinen seitlich versetzt hintereinander her. Kommt ein Hindernis, schaltet der Fahrer des führenden Schleppers in den Follow-Me-Modus und der folgende Traktor fährt genau in der Spur des ersten Schleppers. Bei einem Hindernis schaltet der Fahrer in den Ignore-Me-Modus. Der zweite Schlepper bleibt stehen und zwar so lange, bis das Hindernis umfahren ist. Auf Knopfdruck folgt er wieder nach. So, jetzt hat er dann wieder gedrückt. Jetzt holt er uns wieder dazu. Per Knopfdruck kann der Fahrer des ersten Schleppers den zweiten sofort stoppen. Die Traktoren fahren hintereinander her, bis sie zum Vorgewende kommen. Der zweite Schlepper ohne Fahrer macht auch hier vollautomatisch seine Wende.